Das Riga-Bade ist eines der wichtigsten Mineralbäder in Algerien, zumal es seine Räume die Grenzen der Stadt überschritte. Was es eine Wolfschorte und Ziele für Jüngerinnen machte, die physischen Komfort suchen sowie für Forscher die Physiotherapie. Das Riga-Bad, das sich auf einer Fläche von 70 Hektar befindet, ist besonders während der Frühling gassischen sehr bleibt und damit der größte Tourismusnamste in der Region. Es enthält mehrere Mineralien, darunter Eisen, Sulfate und Calcium, insbesondere das Mineral Schwefel, das für den menschlichen Körper von großer Natur ist, insbesondere für ältere Menschen und Patienten mit orthopädischen Infektionen. Sportler sind der Meinung, dass diese der richtige Ort für eine physikalische Therapie ist. Al-Kashabiya verbreitete sich zuerst in der östlichen und inneren Staaten und in der Sharia-Region und es wurde nur in ländlichen Gebieten getragen, dann im ganzen Lande verbreitet, trotz der Einfachheit dieses Kleides, aber es kennt einen starken Persenstieg und diese ist einigen Handwerken zufolge auf die hohen Kosten zurückzuführen. Materialien, die Priorität einerseits und die Schwierigkeit seiner Herstellung andererseits.